Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei den heutigen zwei Folgen, meine Lieben. Wir sind im Frühling und es ist schon 27. Warum? Waren wir so lange im Bett drumherum gedümpelt, aber wir haben heute zumindest nichts zu pflanzen, sondern einfach nur bewässern. Aber wir gucken erstmal, wie morgen das Wetter wird bei kurz um 5 unserer und mittlerweile vielleicht auch hoffentlich eurer Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. So stellen wir uns den Frühling vor. Ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Ein junger Mann aus dem Sternentautal. Willkommen, willkommen. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Und Leben vom Land wäre kein Leben vom Land ohne nicht eine Folge vom Leben vom Land. Willkommen beim... Was will sie uns heute sagen? Ich hatte sehr viel Koffein. Es liegt einfach daran. Bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob sich die Tipps im zweiten Jahr wiederholen. Also sprich, ob das Tipps aus dem ersten Jahr sind oder ob das neue Tipps sind. Fischfokus. Wir haben das letzte Mal, zum ersten Mal, endlich unseren ersten Fisch gefangen. Ich bin ja so happy und stolz. Aale können im Ozean gefangen werden, aber nur im Frühling und Herbst und an verregneten Abenden. Ist eine Info, die werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben, weil klar, Fische hast du ja auch zu verschiedenen, also verschiedene Orte, verschiedene Fische und auch zu verschiedenen Jahreszeiten und Allgemeinzeiten. So, das ist er, der Gute. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir müssen uns jetzt mal wenigstens 7:30 so ein bisschen beeilen, um rauszukommen. Und da sind sie, unsere zauberhaften Felder und irgendwie... Ja, so ein bisschen. Guck mal, hier so ein bisschen bewässert bleibt doch. Das ist gut. Wir haben nämlich Reis gepflanzt und der Reis, der hat mich so ein bisschen an meine Glaubensgrenzen gebracht, weil ich so ein bisschen vergessen habe zu gießen, glaube ich. Es hat mich so ein bisschen verunsichert mit dem Hydrogel, was wir da noch reingeschüttet haben. Und ich bin am Überlegen, ob wir da ein kleines Experiment starten. Aber wir werden jetzt erstmal ein wenig gießen. Und dann werden wir überlegen, was wir tun werden. Also wir an unserem großzügigen Kontostand, nämlich quasi pleite, sehen können, können wir uns keine neuen Samen leisten. Da wir ja jetzt doch vor den Feldern her ziemlich gut dabei sind, können wir, wenn wir gegossen haben, uns auch endlich mal ein bisschen herausnehmen, hier herumzugucken. Heute ist der 4., sagte ich schon mal und seht ihr auch, weil doof seid ihr nicht. Ich bin heute ganz schlecht, ich weiß auch nicht. Nehmt ihr das nicht böse. Also, nein. Heute hat Kate Geburtstag. Das ist der Neue. Werden wir mal gucken, ob wir ihm ein Geschenk machen? Ich weiß nur noch nicht was, weil ich kann ihn noch nicht einschätzen. Also, wir werden einfach mal gucken, ob wir ein bisschen irgendwie was einsammeln können. Irgendwelche Beeren oder irgendwas, was wir verkaufen können. Und dann werden wir, ja weiß ich nicht, den Tag einfach mal so ein bisschen genießen. Vielleicht nutzen wir das auch und gehen irgendwie nochmal in die Mine die nächsten Tage. Weiß ich noch nicht. So, guck mal. Da zahlt sich das Hygrogel doch schon mal aus. Wir können uns überlegen, ob wir nicht vielleicht noch ein paar Sachen herstellen. Das wäre auch eine Überlegung. Geil, siehst du? Also müssen wir weniger gießen. Finde ich gut. So, das erspart uns doch einiges hier. Guck mal, geil. Und so sind wir fast schon fertig mit dem Feld. Müssen mein Monster auf jeden Fall auffüllen. Ja, was soll ich sagen? Was ist die letzten zwei Tage passiert? Eigentlich sehr, 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 sehr viel. Wir haben zum einen sehr viele verschiedene Dinge angepflanzt, haben die Felder, naja, wie sollte man es auch anders erwarten, ziemlich chaotisch angepflanzt. Mit, ach, ich habe hier noch ein paar Samen, schmeißen was hier rein. So nach dem Motto, Feld muss voll werden. Naja, war jetzt vielleicht nicht so ganz durchdacht. Siehst ja, hier zum Beispiel haben wir einen Sprinkler, den wir eigentlich gar nicht wirklich nutzen. Naja, egal. Machen wir im Sommer dann vielleicht besser? Aus Fehlern lernt man. Deswegen musst du Fehler machen. Sonst lernt man nicht. So, hier haben wir nämlich besagten Reis. Ihr seht es ja schon an diesem Grauen. Da ist nämlich Hydrogel drin. Und ich kann es nicht gießen. Ich kann es nicht gießen. Tatsache, siehst du, wenn ich da bin, ich habe keine Gießkanne. Das hieß übersetzt, wenn ich also Reis
in Wassernähe anpflanze und Hygrogel reinmische, wächst er von alleine. Weil das war mir so gar nicht mehr bewusst. Ich weiß, ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben, dass er dann vielleicht mit Hygrogel noch schneller wächst. Aber guck mal, wenn ich hier drüber laufe, hier, ich kann ihn nicht gießen. Ich habe keine Gießkanne zur Auswahl. Ergo müsste er auch alleine wachsen. Weil hier, siehst du, kann ich auf die Felder gehen, holt er seine Kanne raus. Aber nicht da unten. Das macht es für mich sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, in Wassernähe Hygrogel reinschmeißen, läuft der Reis für sich alleine. Haben wir jetzt alles schon gegossen? Ach, schwör, haben wir jetzt schon Freizeit? Was? Was? Es ist doch gerade mal mittags. Geil. Gießen wir doch gleich einfach nochmal ein bisschen den Weg. Nein, natürlich nicht. Wir gehen jetzt zum Monster, füllen den Napf auf und gucken mal in die Höhle. Und dann ist gestern Grandioses passiert. Der Frühling hält ja tatsächlich wirklich komplett Einzug, wie man ihn sich vorstellt. Wir hatten ein zauberhaftes erstes Date, oder was heißt dein erstes Date dieses Jahr? Doch, sagen wir es so, mit Lea und das erste, ja doch ziemlich direkte Liebesgeständnis. Ach, es war so toll. Und dann haben wir auch noch unseren ersten Fisch gefangen. Also es war ein grandioser, toller Tag. Aber jetzt müssen wir überlegen, was könnten wir diesem Kent schenken? Ich weiß es nicht. Warte mal. Das werden wir vielleicht einfach mal in die Pflanzkiste packen. Ist nämlich in der falschen Kiste, stelle ich fest. Also ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Geld haben wir auch nicht zum großartig ausgeben. Was könnte man ihm schenken? Ob er sich über eine Beere freut? Wir lassen es jetzt einfach mal bei uns in der Kiste. Ich tue mich gerade so ein bisschen schwer damit. Angeln haben wir mit, ist gut. Vielleicht werden wir noch mal ein bisschen angeln. Und ich habe die Samen in der Tasche, warum auch immer. Egal, lass uns jetzt rauslaufen. Der wohnt bei Jody mit, ne? Ja, lass uns mal gucken, ob wir dem... Oh, Kaninchen und Eichhörnchen und überhaupt alle sind da. Frühling. Weil wir müssen unbedingt irgendwie Sachen verkaufen. Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht irgendwie ein paar Sachen herstellt, kocht, die man verkaufen kann. Aber dazu haben wir auch zu wenig Zutaten. Naja, ist so ein kleiner Engpass. Ich meine, wir haben den vierten vom Frühling. Das kommt erst noch. Hi. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Manchmal werfen wir sogar eine Münze in die Jukebox. Hey, wie geht's dir? Was mache ich heute Abend? Auf den Putz hauen. Jody! Ist Kent dein Mann? Der gehört jetzt also der Hof, was? Interessant. Also kommt mir von den Sprechsequenzen so ein bisschen vor wie die Sprechsequenzen aus dem ersten Jahr. Was ich ein bisschen schade finde, aber das habe ich fast schon erwartet. Ich backe heute Kekse! Ich mag es im Frühling Blumenformen zu benutzen. Gut, 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 gut. Aber wir suchen jetzt mal, wo wohnt er denn? Wo wohnt er also? Marnie's Ranch, da wohnt er definitiv nicht. Hier, genau in dem Haus. Jody kennt uns denn. Das heißt, der ist es nicht, oder? Der war es nicht. Doch, da ist er. Halt, du hast Geburtstag. Du bist mit meinem Sohn befreundet. Vielleicht. Du hast Geburtstag. Darf ich dir ein Blümchen schenken? Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Damit hätte ich jetzt fast nicht gerechnet. Aber er hat ein dezentes Lächeln auf dem... Aber hat er es jetzt genommen? Du kennst ihn vermutlich besser als ich. Ja, hab noch einen schönen Geburtstag. Ich bin hungrig. Wo ist Mama? Aber ist das dein Sohn? Ich bin so ein bisschen verwirrt. Ist das dein Sohn? Na gut, da will ich euer Vater-Sohn jetzt mal nicht so stören, ne? Wir machen uns weiter einfach. Komm, lass uns mal zum Strand gehen. Da gibt es doch bestimmt immer noch die ein oder andere Muschel, die wir auch verkaufen können. Ja, lass uns dahin gehen. Weil wir sind ja immer noch Kategorie Sammler. Das heißt, dass wir auch eine höhere Chance haben, Dinge einzusammeln. Ach, guck mal, die gibt es tatsächlich auch jetzt in dieser Jahreszeit. Gut, 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 gut.
Aber ich habe nicht das richtige Gerät mit, oder? Ah, really? Ach, doof. Da wird es rausgepackt. Ach, da ärgere ich mich ja jetzt über mich selber, ne? Und dann läuft sie auch noch falsch. Es läuft schon wieder hervorragend, oder? Ja, natürlich. Ich laufe jetzt zurück und hole dieses Gerät, dessen Namen mir nicht einfällt, weil ich gar nicht weiß, wie es heißt. Ach, wir brauchen so sehr ein Pferd. Pferd stand, ja, ja, auf der Vorsatzliste. Ich habe hier im Übrigen jetzt eine ganze Palette voll mit Notizen. Da sind einmal die Vorsätze, dann sind Sachen, die ich unbedingt irgendwie noch bauen will, dann von den letzten zwei Folgen die Zusammenfassung und dann habe ich hier jetzt das Buch mit Infos zu Karte und Co. Dieses Gerät, ach, ja. Egal, komm, raus, raus, raus. Ich hatte erst überlegt, ob wir die Tasche ein bisschen ausräumen, weil wenn wir jetzt hingehen und... Aber wir haben noch Platz. Das passt. Ich sage jetzt einfach mal, das passt. Belehrt mich gleich eines Besseren. Das ist mit den Würmchen. Ich hätte gedacht, das ist so ein Winterereignis. Wobei uns das Spiel gesagt hat, es seien irgendwelche Stücke. Für mich sehen es immer noch nach Würmern aus. Und es ist alles einfach so zauberhaft grün. Nein, hier geht's runter. Das macht gleich gute Laune. Pass auf, und jetzt sind die bestimmt weg, ne? Nee, da. Zack. Und wir finden Lehm. Geil, das hat sich ja voll gelohnt. Geil, für Lehm und Stein sind wir jetzt zurück. Echt jetzt. Eine Möwe. Ob der Elliot da ist? Es ist verschlossen. Nur Freunde von Elliot dürfen eintreten. Schade. Aber wenn wir schon mal da sind, können wir überlegen, ob wir hier jetzt nochmal unsere Angel ins Meer reinhalten. Vielleicht sind wir ja erfolgreich. Nach unserem ersten Fang bin ich jetzt doch wesentlich motivierter. Komm, wir halten jetzt mal unsere Angel ins Meer. Vielleicht holen wir ja was raus. Oder auch nicht. Beißt nichts. Doch, da. Okay, Concentration. Ah. Ich hatte noch nicht mal eine Chance. Okay, gut. Ich möchte einfach so sehr noch einen neuen Fisch haben. Komm, 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 komm. Das sah doch gut aus. Es sah gut aus. Oh, es sah so gut aus. Gut, alle guten Dinge sind drei. Ist dann auch der letzte Versuch heute. Es soll ja nicht in einer Angelshow enden. Morgen hat niemand Geburtstag. Ich bin am Überlegen, was wir morgen tun. Morgen ist Freitag. Wir werden ja immer noch nicht großartig viel Geld besitzen. Und ich... Oh, Gold! Wir haben Gold gefunden! Wir haben einfach mal Gold gefunden, Leute! Und so war der Tag doch gleich komplett erfolgreich. Wo machst du denn deine Angel hin? Verwirrt ist er, der Gute, ne? Verwirrt, verwirrt. Wir haben Gold gefunden am Strand. Bei Elliot. Elliot hortet das Gold. Und guck mal, wie viele Korallen hier sind. Geil. Die werden wir alle verkaufen. Guter Punkt. Ich muss mir unbedingt noch mal rausschreiben, was wir aus Frühlingspflanzen vielleicht für ein Bündel mal zusammenbasteln können, dass wir die mal vollkriegen. Oder, warte mal. Wäre jetzt auch was, was wir zeitlich nutzen könnten. Mal eben schnell ins Gemeindehaus gehen. Das wäre eine Überlegung. Aber, warte mal, laufen wir da richtig?
Ich glaube. Warte. Wir haben Gold gefunden. Oh mein Gott, wie gut. Es ist so dunkel und das macht es immer schwieriger, hier den Weg zu sehen. Also pass auf. Genau. So, damit wir da nämlich mal irgendwie was sammeln können. Hier, das waren ja die Fischgeschichten. Damit beschäftige ich mich, wenn wir im Angeln deutlich besser werden. Schade, dass wir hier nicht rangucken können. Warte mal, hier unten war ja was. So, Goldbarren, ja. Fledermausvögel, ja gut, das sind Sachen an die... Oh, guck mal. Quarz, Erdkristall, gefrorene Träne, Feuerquarz. Gefrorene Träne. Das ist was, damit können wir nicht dienen, aber haben wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nie gefunden. Ist das vielleicht irgendwie sowas wie eine Sternschnuppe? Gefrorene Träne, was könnte das sein? Ich weiß nicht. Also, zumindest haben wir es jetzt schon 22:30 Uhr. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also, Speisekammer. Siehst du, das ist nämlich Pastinake, grüne Bohne, Blumenkohl, Kartoffel. Sind alles Dinge, die wir anpflanzen werden. Ich glaube, das war nämlich auch jetzt das Frühlingspaket. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was vollkriegen. Und das, ja, da sind wir nämlich im Herbst. Handwerker haben wir so auch noch nicht. Können wir vielleicht zusammen kaufen. Und hier haben wir, mit goldener Qualität. Fünf sogar. Das haben wir schon erledigt. Siehst du, genau. Das ist nämlich eine der Infos, die ich haben wollte. Haben wir hier auch sowas? Ja. Guck mal. Das ist Sammeln. Das können wir auch im Frühling reißen. Und wow. Seid bitte nicht böse, dass wir uns das jetzt nochmal angucken. Aber wir müssen echt diese Bündel auch mal angehen. Das ist echt was, was man auch immer wieder vergisst. So. Vergisst natürlich, würde ich sagen, meine ich. Sprachgestört, wie ich heute gerade schon wieder unterwegs bin. Dunkel. Waren wir dadurch natürlich eigentlich eher weniger erfolgreich? Aber wir haben Gold gefunden. Das ist das erste Gold überhaupt. Und dieses Gold verwahren wir natürlich bei uns in der Kiste oben im Zimmer. Ich glaube, wir werden jetzt auch gleich pennen gehen. Komm, wir gehen jetzt einfach pennen. Wobei, wir können... Pass auf, guck mal. Ah, Inventar voll. Stimmt, wir müssen erstmal Sachen verkaufen, sonst kriegen wir kein Geld. Hahaha. Doch, wir verkaufen alles. Ich war kurzzeitig am Überlegen. Außer das Gold natürlich. Das Gold behalten wir. Ja, sowas mit Gold, mit dem Goldenen, ja, wäre vielleicht behalten. Und das wird uns nicht viel einbringen, aber schau mal, Blackberry Jelly, oh, wie cool. Geil, stimmt. Lass uns doch gleich noch eine Frucht reinhauen. Und können wir eigentlich auch eine Narzisse reinpacken? Funktioniert das? Nee, also nur Früchte. Nur Früchte. Die nächste und aller guten Dinge sind drei. Packen wir hier sowas noch mit rein. Und ich möchte eins verkaufen, um zu gucken, was das bringt. Ob sich das deutlich lohnt oder eher weniger. Und ansonsten könnte man vielleicht Lea eins schenken. Handwerkswaren. Wabbelig. Also wenn wir es essen, bringt es uns so jetzt gar nichts, würde ich dem entnehmen. Pass auf, hier lagert wir das Gold. Da kommt das Gold rein. Das Gold lagere ich nicht draußen. So, Monster, mein Schatz. Ich habe Gold gefunden und wir gehen jetzt ins Bett. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob die Sachen tatsächlich irgendwie großartig was bringen. Ah, guck mal. 330, das lohnt sich. Weil du darfst nicht vergessen. Du darfst nicht vergessen. Wir haben einfach ein Pfirsich reingepackt, den wir gefunden haben, nämlich oben in der in dieser Fledermaushöhle. Und dann hat er das Ganze einfach nur Zeit gebraucht. Theoretisch könnte man sich eigentlich noch ein paar Einmachgefäße dann hinstellen. Irgendwo. Und dann immer mal wieder absammeln. Weil da müssen wir jetzt nicht so aktiv viel tun, außer dass wir immer mal wieder eine Frucht reinschmeißen, die wir ja so auch finden.
Finde ich ganz cool. Ja, Koralle, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die goldenen, dumm wie ich war, verkauft habe. Egal, ist jetzt passiert, weil wir Geld brauchen. Auster, eine Auster war dabei. Und ja, 1092 würde ich nämlich fast Pastinaken einkaufen gehen. Morgen ist Freitag, hat PS offen. Können wir machen, sollten wir machen, werden wir machen. Bis morgen.